Wendetricks mit Partner 2. Hierzu benötigen wir ein quadratisches Spielfeld von ca. 15 Metern Seitenlänge und 8 Spieler. Ein roter und ein gelber Spieler führen gemeinsam im Team die Übung durch. Der Ballführende dribbelt vom Gegenspieler weg und blickt sich kurz nach ihm um. Sobald der Gegenspieler ca. 1 Meter hinter ihm ist, führt er eine Wende durch und dribbelt von dem Gegner erneut weg. Wir beginnen mit der Sohlenwende. Jetzt führen wir die Schussfinte durch. Achten Sie darauf, dass der Spieler vor der Finte einen kleinen Bogen läuft, um den Gegner auf den Ball zu locken. Und nun führen die Spieler die Kombination Schussfinte, ziehen Fußwechsel durch.